Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar stelle ich euch heute mal von der Firma Inkbird ein Pool-Thermometer vor. Viel Spaß! Ja, ich habe hier von der Firma Inkbird über Amazon bestellt das IBS P01R Pool-Thermometer. Wobei handelt es sich jetzt bei diesem Pool-Thermometer? Ich denke mal, das ist den meisten wahrscheinlich klar. Man hat hier eine Einheit, die man ins Wasser des Pools, entweder Aufbaupool oder festen Swimmingpool, das ist eigentlich völlig egal, wirft. Das schwimmt dann auf der Wasseroberfläche und teilweise auch unter Wasser herum. Und ihr habt hier so ein zweites Innengerät, das ihr ins Haus stellen könnt und das euch dann praktisch immer wieder anzeigt über Funk, wie viel Grad euer Poolwasser hat. Ist im Endeffekt eine ganz einfache Lösung, hat jetzt nichts mit Smart Home zu tun oder geht nicht über WLAN oder sonst was. Ihr solltet natürlich die Inneneinheit und die Außeneinheit nicht allzu weit entfernt voneinander haben und vor allem nicht allzu viele Wände dazwischen. Jetzt hier im Einsatzbereich im festen Pool ist genau eine Wand dazwischen, das sind ca. 3 Meter und da wird dann das Innengerät aufgestellt und sollte dann hoffentlich die korrekte Poolwassertemperatur anzeigen. Wir schauen jetzt einmal hier in den Karton, was hier alles drin ist. Das dürfte ja nicht allzu viel sein. Wir haben zuallererst hier mal so eine kleine Bedienungsanleitung, die man aber vermutlich jetzt nicht unbedingt braucht. Ach ja, das Poolthermometer könnt ihr übrigens bei Amazon kaufen, da habe ich es auch bestellt. Hat um die 30 Euro gekostet, die sind nicht allzu günstig, aber 30 Euro fand ich jetzt auch nicht übertrieben teuer. Ihr habt hier einmal das Teil, welches ins Wasser kommt, hier oben auch mit einem Display, der auch die Wassertemperatur hier oben nochmal anzeigt. Das heißt, wenn ihr im Pool schwimmt oder das Teil im Pool schwimmen seht, könnt ihr auch die korrekte Temperatur quasi von diesem Gerät, welches im Wasser ist, ablesen. Hier unten habt ihr so einen kleinen Fühler und viel mehr gibt es hier nicht. Hier gibt es noch eine Lasche, wo man auch eine Schnur befestigen kann, damit man das Thermometer auch wieder aus dem Pool beispielsweise rausziehen kann, wenn man das möchte. So, und ihr habt jetzt das Innengerät. Sieht im Endeffekt aus wie so ein ganz normales Thermometer. Auf der Rückseite habt ihr hier unten einmal eine Klappe, um das Gerät aufzustellen. In dieses Außengerät kommen zwei AAA-Batterien rein, die sind jetzt nicht im Lieferumfang enthalten. Ihr könnt hier hinten, habt ihr noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ja, und diese drei Knöpfe heißen im Endeffekt nichts anderes. Dieses CHR sind die verschiedenen Kanäle. Es ist nämlich möglich, bis zu drei Außengeräte an dieses Innenteil quasi zu koppeln. Dann Grad und Fahrenheit ist klar, da könnt ihr umstellen. Und dieses Min-Max-Clear bedeutet einfach nur, quasi die Temperaturhistorie, was die heißeste Temperatur war, die der Fühler jeweils hatte und die kälteste Temperatur, die der Fühler jeweils hatte. Und das ist jetzt eben der entscheidende Unterschied, was man hier bei diesen Knöpfen einstellen kann. So, das Teil, was man in den Pool legt, kann man hier quasi einmal aufschrauben. Ihr seht es an dem Gewinde. Und ihr habt hier drin auch nochmal die Möglichkeit, eben zwei AAA-Batterien einzulegen. Und dann sollte das Ganze schon betriebsbereit sein. Ich lege die Batterien jetzt mal ein und dann werfen wir das Teil ins Wasser und schauen, ob es uns die Temperatur anzeigt, so wie wir es wollen. So, Batterien sind jetzt jeweils drin und ihr seht, die Anzeige jeweils auf dem Gerät hat jetzt hier eine Umgebungstemperatur von 23,6 Grad, hier außen natürlich. Hier seht ihr auch noch die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Also ihr habt hier alle Angaben, die ihr braucht, auf einen Blick. Und ihr seht jetzt auch die unterschiedlichen Temperaturen von dem jeweiligen Innengerät und dem Außengerät. Und ihr seht auch jeweils den Akkustand oder den Batteriestand, was eigentlich ziemlich praktisch ist. Und genauso hier oben auf dem Display, die obere Temperatur ist einfach die aktuelle Temperatur im Wasser und die untere Temperatur ist dann die maximale Temperatur, die eben gemessen wurde und die minimalste Temperatur, die gemessen wurde. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Ich werfe das Teil jetzt mal ins Wasser und dann schauen wir uns die Temperatur einfach mal an. So, und jetzt seht ihr hier, hat es eine Wassertemperatur von 21,6 Grad, also noch etwas kalt vielleicht zum Baden. Der ein oder andere wird es vielleicht machen, aber hier fehlt jetzt noch die Wärmepumpe und dann wird der Pool auch hoffentlich an die 30 Grad langsam lagen. Ja, mehr kann jetzt dieses Thermometer im Endeffekt nicht, mehr muss es auch nicht können. Die Einheit wird jetzt ins Wohnzimmer gestellt und dann ist das Ganze einsatzbereit. Und wie gesagt, das Thermometer gibt es unten verlinkt. Schaut da bei Amazon gerne mal vorbei. Wenn ihr über den Link bestellt, wird es für euch nicht teurer. Ich bekomme eine kleine Provision. Und ja, würde meinen Kanal auf jeden Fall helfen und mich unterstützen. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.